Ja, was ist die Radkolumne? Also, das sind eigentlich zwei Sachen, nämlich das ist ein Blog und Twitter-Präsenz, wobei die Twitter-Präsenz da im Vordergrund steht. Also da tut sich einfach noch mehr als im Blog. Thema ist so zu 90% wirklich Fahrrad und zu 10% das, was so zum guten Verkehrskonzept dazugehört, nämlich der ÖPNV. Und im Fahrradbereich ganz klar die Verkehrssicherheit und so ein bisschen das Wohlfühlen beim Fahrrad und Schwerpunkt auch so das Stadtradl, also Urban Cycling. Dagegen sowas wie jetzt Tourenradfahren oder Sportradfahren ist so eben nicht unbedingt im Vordergrund. Und das Besondere dran ist, es ist halt so eine Mischung aus seriösen Fahrradbeiträgen und ein bisschen Comedy und Satire dabei. Anders hältst du das ja auch nicht aus, ne? So. Jetzt zur Twitter-Präsenz. Gehört die Radkolumne schon zu den mittlerweile etablierten Präsenzen auf Twitter? Also jetzt habe ich inzwischen so über 8000 Follower geknackt. Und um dieses Satirische zu unterstützen, nenne ich das Ganze jetzt auch einfach mal feinstes Anti-Auto-Entertainment, auch um so ein bisschen von dem Übermoralischen darunter zu kommen. Und natürlich auch, du musst einfach, um überhaupt irgendwie wahrgenommen zu werden, auch polarisieren. Und du willst ja auch Leute erreichen, die jetzt eben sagen, ich finde Fahrrad scheiße und ich fahre Auto und das willst du überhaupt. Und mit diesem Anti-Auto-Entertainment lockst du die auch so ein bisschen aus der Reserve raus. Also, das ist ganz klar hier so Aufmerksamkeitsökonomie. Sowas musst du halt bedienen. Diskussionen sind auf Twitter immer so eine Sache. Du hast ja wenig Zeichen da zur Verfügung und eben auch deswegen für tiefer gehende Sachen ist dann eben radkolumne.de nochmal eine Seite, wo dieselben Themen auch drauf sind, wo man jetzt auch mal, also ich schreibe zum Beispiel auf Twitter jetzt hier keine Threads mit irgendwie 10 Einzelteilen, kennt man ja eins von zwei, eins von 10, zwei von 10, sondern ich sage halt, okay, Diskussion dann eben auf radkolumne.de. Halt so ein ganz normales WordPress-Blog-System, wo man das ein bisschen ausführlicher macht. Und auch hier so ein bisschen der satirische Anspruch ist mit drin. Und auch, ich habe es auch grafisch schon halbwegs professionell gemacht. Also wie man hier sieht, so mit dem Rad zum Bäcker. Das ist eigentlich auch so ein Aufhänger immer wieder. Wozu macht man das Ganze? Es geht jetzt auch bei der Radkolumne ums Alltagsradeln und wie wir das alle komfortabler machen. Auf Twitter eine ganz kurze Statistik. Follow habe ich schon gesagt, solide Zahl. Und man fragt ja natürlich immer, wieso mache ich den ganzen Quark hier? Weil für eine Mikroblase macht es halt auch keinen Spaß. Und auf Twitter macht es mittlerweile Spaß. Also da gibt es ja diese Twitter-Statistiken, da habe ich mal aufgerufen. So 1,5 Millionen Tweets werden also in 28 Tage hier in die Welt verstreut und 20.000 Leute besuchen auch mal die Profilseite auf Twitter. Das ist also auch für mich wichtig zur Motivation, dass ich sage, ich mache das jetzt nicht nur irgendwie für mich persönlich, sondern das geht auch so ein Stück weit in die Welt raus. Welche Tweets sind da eigentlich relevant? Also Twitter ist eigentlich eher so ein Sprachmedium und da habe ich auch so angefangen. Ich texte eben ganz gerne. Und hier sehen wir so ein Beispiel für Victim Blaming. Kennt ihr auch alle die Meldungen, wenn es ja irgendwo ein Unfall passiert, dann war es ja immer ein Auto oder nie ein Autofahrer oder eine Autofahrerin. Und dann kommt noch dazu, dass dann immer gesagt wird, ja, hat sich hier irgendwie das Opfer falsch verhalten, also sprich dunkel gekleidet, an irgendeiner Ecke rübergegangen und vielleicht noch keinen Helm aufgehabt. Und mit solchen Paraphrasierungen von Unfallmeldungen, das ist eben auch was, sagen wir so ein Mittel, dass jetzt dieses ganze Entsetzen über diese Unfallmeldung in irgendeine Form zu gießen, wo man sagen kann, also so lässt sich diese Kritik hier ertragen. Ich lese mal kurz vor, also das ist jetzt so die Unfallmeldung. Ein Schütze verlor die Kontrolle über seine Pistole, ein Schuss löste sich, die Kugel geriet in eine Bahn, die nach Zeugenaussagen plötzlich die Kugel geriet in eine Frau, die nach Zeugenaussagen plötzlich die Schussbahn betrat. Der Schütze konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren. Die Frau trug keine kugelsichere Weste. Also das ist jetzt die satirische Überspitzung von diesen ganzen Unfallmeldungen, wie man sie zum Beispiel auf diesem Portal findet. Presseportal.de/blog.
Blaulicht, da sind die Polizeiunfallmeldungen und da sind sie eben auch immer in diesem Victim Blaming, also Opfer verspottend verfasst und die Radkolumne greift eben diese völlig unmögliche Berichterstattung auf. Hier haben wir jetzt also satte 120.000 Impressions. So oft wurde jetzt zum Beispiel dieser Tweet in Twitter gesehen. Was aber noch besser ankommt als Bild, als Worte sind Bilder. Ja, kennt man, ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte. Hier habe ich also einen Tweet gelandet mit fast einer Million Aufrufen, in dem ich einfach nur die Würzburger Uferpromenade in ihrer ganzen Scheußlichkeit fotografiert habe. Das Bild ist natürlich ein bisschen wirklich bösartig auch fotografiert. Links oben ist die Festung, die habe ich weggelassen. Das Wetter war mies. Und es gibt auch noch schönere Stellen von Würzburg, aber zeigt mal eben hier, das Ding heißt tatsächlich Uferpromenade. Das steht auch auf so einem Stadtplan und hier sieht man einfach exemplarisch, wie so ein Parkplatz ein ganzes Naherholungsgebiet versaut und wie man dann eben sagen muss, ja, okay, wenn du jetzt die Erholung suchst, dann musst du halt mit dem Auto rausfahren, damit du die findest. Also das war einer der erfolgreichsten Tweets mit fast nur einem Bild und dazu nur zwei Wörtern dazu. Also so erreicht man irgendwie auch eine Menge Leute mit Bildern, die eigentlich gar nicht spektakulär sind. Das ist so das Witzige da dran. Was die Radkolumne noch macht, ist auch seriöse Arbeit, wie einfach Dokumentation von zum Beispiel Mordstreifen. Also Mordstreifen in der Fahrradszene werden jetzt sowas genannt, wie solche handtuchbreiten Fahrradstreifen, die schlecht markiert sind und wo man sagt, hier würde ich mein Kind nicht drauf schicken, denn diese Streifen bieten keinen Schutz, sondern sind eigentlich eher Fallen. Aber hier sieht man auch wieder, ja, vorher der Tweet war so ein bisschen auf ironisch gemacht und zeigt fast eine Million Impressions. Ein seriöser Tweet kommt dann eben nur auf 15.000 Impressions. Okay, so schlecht ist das auch nicht. Ich habe auch versucht, mal so einen lustigen Hashtag zu landen mit Abschleppgedichten. Also das war jetzt mal so eine Taktik, man nimmt die Tweets von anderen und macht da irgendwie originelle Gedichte drunter. So richtig gerockt hat es nicht. Also irgendwie, man hat es probiert, aber hat sich nicht so wirklich durchgesetzt. Was für mich wichtig ist, ist die Fahrradbubble. Und wer auf Twitter unterwegs ist, sollte auch diesen Hashtag verwenden. Also irgendwie genau Fahrradbubble. Muss ich sagen, das ist das natürliche Habitat der Radkolumne und ich brauche das auch, um den ganzen Verkehrswahnsinn hier auszuhalten. Und man trifft eine Menge netter Leute unter diesem Hashtag. Also muss ich sagen, auf Twitter ist die Fahrradszene, glaube ich, am stärksten von allen Social-Media-Netzwerken dann doch vertreten und das motiviert mich auch immer wieder neu hier aktiv zu werden. Ja. Meine Lieblingsfeinde, da kommen wir jetzt dazu. Das eine ist die FDP Berlin, also die Radkolumne ist nicht irgendwie antiliberal. Im Gegenteil, Fahrrad ist eigentlich ein liberales Verkehrsmittel, aber die habe ich wohl mal zu oft zitiert und angegriffen und dann kam hier gleich so eine Blockaktion. Dann wurde ich noch geblockt vom Automobilclub Verkehr, das war, ja, der gibt sich mal gern so als eher, sagen wir mal, fahrradfreundlicher Verkehrsclub, so ein bisschen netter als der ADAC. Die wurden richtig aggressiv. Ich habe mit denen auch telefoniert, gab ein persönliches Gespräch und ich muss sagen, ja, also das war für mich schon beeindruckend, wie sie so ein Wir sind für alle da Verkehrsclub ein bisschen locker gibt und auch das Telefonat war ziemlich hart. Also der Typ hat mich auch nochmal gelöchert. Welches Auto fährst du und so, muss ich sagen, schlechter Stil. Inzwischen hat er mich wieder entblockt, der ACV. Nicht zu verwechseln mit dem ACE, der ist noch ein bisschen netter. Ja, der nette Ulf Poschert, Porsche-Fahrer, hat mich auch mal geblockt, hat mich jetzt wieder entblockt. Und ja, ne? BMWi, der gute Herr Scheuer oder so, sein BMWi folgt der Radkolumne. Finde ich ja richtig nett. Also, es ist auch nicht mein Ziel, jetzt hier mich mit allen Leuten anzulegen, sondern ja gut, also BMWi hat halt irgendwie Nachholbedarf in Sachen Radverkehr und man versucht dann eben auch nicht unbedingt jetzt hier nur Krawall zu schlagen, sondern vielleicht nützt es ja was, ne?
Mit wem ich mich noch angelegt, gerne anlege, das ist so, es hat ja so jede Partei so diese innerparteilichen Anti-Fahrrad-Flügel. Das war jetzt bei mir speziell die Münchner SPD, da wurde es auch ein bisschen persönlich. Aber da nützt es auch was zu sagen, wenn du eine große Partei hast und hast da so einen Anti-Fahrrad-Flügel, dann orientiere ich doch an den Pro-Fahrrad-Leuten und tu die mal mit einer gewissen Vehemenz zitieren, retweeten und mal sagen, ihr macht das richtig gut. So funktioniert das auch. Man muss also nicht immer auf Konfrontation gehen. Ja, das war jetzt schon mal so der Vortrag. Ich wollte es auch nicht ewig Folien halten und warte vielleicht ein bisschen auf eure Fragen. Und wenn nicht, dann würde ich ganz einfach mal noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich weiß ja gar nicht, wo wir zeitlich sind und wie ich jetzt hier wieder zurückkomme auf den Hauptschirm. Also wenn du keine Folie mehr hast, dann nehme ich die einfach runter und wir sind dann zusammen hier einfach am Genau, da können Screen. wir ein bisschen. Ja. Genau, können wir ein bisschen quatschen. Also ich finde es ja auch immer interessant, mal die Menschen hinter den Twitter-Accounts zu sehen. Ja, Wir ja. hatten jetzt vorhin schon Katja, die hat ja auch viel, ist ja auch viel auf Twitter unterwegs und Ja, genauso mit Katja muss ich sagen, das funktioniert. Also wir tun es auch täglich irgendwie retweeten und kommentieren. Also das ist auch so eine Stütze der Fahrradbubble, ne? Aber ich glaube, das ist auch allgemein bekannt. das liest sich so auf jeden Fall. Ja. Klar, es ist eine spannende Diskussion. Wir hatten jetzt auch bei der von Katja schon erwähnten VCD-Akademie die Diskussion über Twittern, wie am besten und so weiter, mit den ganzen Hashtags, diesem Twitter-Deck auch, was es da auch gibt, die ganzen Listen und so. Und für Ja. mich, ich betreue auch ein paar Twitter-Accounts und für mich ist immer so diese Frage, findet man die Balance zwischen also diese polemisierenden Tweets, du hast, glaube ich, vorhin so gesagt, man lockt sie aus der Reserve, ne? Da muss man Ja, du vielleicht dann musst, auch also, das künstlerische Element mit reinnehmen. Ich habe das Gefühl, die machen einfach auch zu. Wenn ich die zu arg mit der Realität, mit meiner Realität konfrontiere, dann ja. ist gleich auch zu. Weiß nicht, wie du da das siehst. Also das ist so die Kunst zu sagen, einerseits musst du aggressiv sein, um überhaupt irgendwie wahrgenommen zu werden, aber du musst dann wieder irgendwie zurückfahren und sagen, hallo, ich bin ein Mensch und der und auch immer wieder sagen, fight the game, not the player. Also greif jetzt auch niemand persönlich an, weil du willst da selber auch nicht persönlich angegriffen werden, sondern guck, dass du das immer irgendwie wieder auf die menschliche normale Schiene kriegst und mein Gott, du bist auch schon Auto gefahren und hast auch schon mal einen Fehler gemacht. Also mit so einem Übermoralismus erreicht man nichts, aber andererseits, wenn du halt immer nur nachgibst, erreichen wir auch nichts. Ich habe es ja gerade im Vortrag vorher gesehen, wo es um die Friedrichstraße geht. Also wenn du einfach nur der Nette bist und sagst, ich habe da so eine Idee, passiert halt 0,0. Ne? Also du musst schon ein bisschen in die Eisen steigen können, um überhaupt so auch ernst genommen zu werden. Ja, aber eben, ich finde es dann immer so schade oder so, wenn man diese seriösen Tweets in Anführungszeichen, die du dann gesagt hast, hier mit dem, hier fährt dein Kind und so weiter, kann hier dein Kind fahren, dass die halt so wenig Impressions haben, ne? Das ist halt so. Du brauchst einfach die Comedy-Geschichte oder auch eine pointierte Polemik und du bist auch erst dann wirklich auf Twitter erfolgreich, wenn du angegriffen wirst, muss man leider auch sagen. Also wenn Leute sagen, das geht überhaupt nicht und wie kannst du nur, ist leider auch so. Also ich wurde jetzt ja auch, ich werde zum Beispiel einmal im Vierteljahr ungefähr gemeldet von Tweets, ne, wo es dann praktisch heißt, hier hat dich jemand bei Twitter verpetzt und ich halte mich aber dann schon an die groben Regeln. Also was man nicht machen sollte, ist zum Beispiel auch in Ironie irgendwelche Gewaltgeschichten reinzubringen, auch wenn die nicht so gemeint sind. Da muss man sich einfach zurückhalten und auch sagen, Twitter, das meiste geht automatisch, sind Algorithmen drin. Also auch mit Ironie immer ein bisschen aufpassen, so wie könnte das verstanden werden. Ne? Ja, ich sehe Twitter immer so als einen Teil der Kampagne, ne? Also wirkliche Ja. inhaltliche Diskussionen und Auseinandersetzungen zu führen, ist tatsächlich schwierig. Twitter ist für mich irgendwie gut, um was zu visualisieren, was auf den Punkt zu bringen, den Finger in die Wunde zu legen, vielleicht so ein bisschen. Ja, so ist es. Also Twitter ist natürlich keine tiefe Diskussionsplattform, um Himmels Willen. Wenn wir nur auf Twitter wären, wäre da nichts erreicht. Ne? Das ist schon klar. Ja. Deswegen machen wir ja auch eine Konferenz, wo wir uns austauschen können. Eben. Und gibt ja auch eine recht rege Fahrrad-Blog-Szene. Also muss man auch sagen, das muss eben auf sehr vielen Ebenen laufen. Weil auch nicht jeder natürlich auf Twitter dann unbedingt sagt, ich verbringe hier. Twitter ist auch eine witzige oder auch bekloppte Plattform, ist auch nicht jedermanns Sache, klar. Ja, und man kann auch ganz schön viel Zeit darauf, ja, muss man Ja, schon sagen, ja. auch verschwenden. Ne? Manchmal muss man schon auch sagen, what the Ja. fuck, habe ich jetzt irgendwie die letzte Stunde gemacht? Irgendwie scroll, 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 retweet und dann wieder aufgeregt. Ja, Ich habe es beziehungsweise die letzten 3 Stunden, okay, ja. ja. Genau.
Okay, ich habe jetzt im Chat nicht jetzt irgendwie direkte Fragen wahrgenommen. Vielen Dank auf jeden Fall gibt es hier. Es gibt satirische Hinweise auf den Bußgeldkatalog für Autofahrer und Katja feiert, dass sich endlich auch mal Satirikerinnen mit hochqualitativ mit Verkehrswende auseinandersetzen. Ich glaube, das ist Ja, auch. also höre ich gern doch, ja. Cool, dann würde ich mich bedanken bei dir und den inhaltlichen Blog für die Konrad 21 für heute aus diesem Stream auch beenden.